Erstes Ligaheimspiel in dieser Saison für die UPC Vienna Capitals und natürlich auch für den neuen Cheftrainer, für Tom Pokl. Der setzt heute auf David Kickert im Tor der Wiener und die treffen heute auf Sabafiava AV19, die Mannschaft von Rob Pullin, der in dieser Saison Marty Raymond ersetzt. Die Capitals starten gut, ein echter Blitzauftakt, zweite Spielminute, Powerplay-Situation und Raphael Rotter mit dem 1:0 für die Caps. Die Powerplay-Form, die stimmt im Moment aber so richtig. Dann gibt es aber den ersten zaghaften Versuch der Ungarn auf der Gegenseite. Und jetzt aufgepasst, da trudelt die Scheibe über die Linie. 1:1, fünfte Spielminute, Torschütze Shaba Kovac. Aber die Caps lassen das nicht lange auf sich sitzen. Ferland in den Slot und das 2:1 durch Chris Foucault. Sechste Minute praktisch im Gegenzug. Trotzdem versucht Tom Pokl seine Mannschaft wach zu rütteln. Der ist überhaupt nicht zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. Wenig später muss auch noch Raphael Rotter mit einer 10 Minuten Disziplinarstrafe auf die Strafbank. Die Caps aber nach wie vor sehr effizient und immer wieder gefährlich. 3:1 in Minute 19. Sven Klimbacher nach Vorarbeit von Matt Watkins. Ja, nicht der geborene Torschütze hier, aber mit dem 2-Tore-Polster für die Caps. Ja, mit dem geht es auch in die Drittelpause, weil die letzte Chance Jeff Lovecchio vergibt. Rein in das zweite Drittel, auch dort gehört die erste Möglichkeit. Fiaba mit diesem wuchtigen Schuss von Daniel Kiss. Aber David Kickert macht eine sehr gute Figur bis jetzt an diesem Abend. Dann gibt es wieder Überzahl für die Caps und das ist brandgefährlich. Und es passt wieder, Brad Carson trifft nach Assist von Chris Foucault das 4:1. Ja, im Tor Robinson nicht wirklich präsent. Auf der Gegenseite dafür Daniel Koga, der an Kickert scheitert. Die Stimmung ist gut, die Caps mit 4:1 voran. Aber immer wieder im Bedrängnis, so wie hier. 38. Minute, Ladislav Sikorcin mit der besten Chance in Drittel 2 nach Traumpass von Shaba Kovac. Rein in das letzte Drittel, auch das beginnt mit einem Treffer für die Wiener. Jonathan Ferland, der Captain, trägt sich in die Schützenliste ein. Wieder kommt die Vorarbeit von Foucault. Ja, und dann ist das halbe Dutzend sogar voll. 47. Minute, Mario Fischer fälscht die Scheibe für Robinson unhaltbar ab, das 6:1. In weiterer Folge dann die Caps etwas unkonzentriert mit vielen Strafminuten in den letzten Minuten. Und das nützt Fiaba noch einmal aus, das 2:6 durch Jeff Lovecchio in Minute 55. Ja, und einen Treffer sollten die Ungarn sogar noch zu bieten haben. 56. Minute, wenig später, wieder eine Überzahlsituation und wieder heißt der Torschütze Jeff Lovecchio nach Vorarbeit von Andrew Sarauer. Am Ende ist es aber ein verdienter Erfolg für die Caps. 6:3 gewinnen sie das erste Heimspiel der Saison. Wir haben die 2 Punkte, das ist gut, aber in Grunde genommen, you know, wie wir gespielt haben, war nicht das Vienna Capitals Hockey, was wir spielen wollen. Beziehungsweise wir müssen wissen, wir dürfen keine schlechten Gewohnheiten einbauen oder einbauen lassen. Weil nächste Wochenende haben wir englische Woche mit Champions League gegen Zürich. Und wenn wir erlauben diese ja, kleinen Fehler und wir sind ein bisschen zu gierig geworden und wenn wir das erlauben, in unser Spiel einzubauen, dann werden wir große, gewaltige Probleme nächste Wochenende haben. Ich muss den Hut ziehen vor meiner Mannschaft. Wie sie das beste Team der Liga in den letzten 2 Dritteln unter Druck gesetzt hat, hat mir gefallen. Leider haben wir nicht aus unseren Chancen das nötige Kapital schlagen können.